Hallo zu einem neuen Video. Ja, eigentlich habe ich mir gesagt, ich kaufe dieses Jahr kein Fahrrad. Dann ist mein Rahmen kaputt gegangen. Ich habe als Übergangsrad ein Specialized Stump Jumper Evo gekauft. So, jetzt ist es aber schon wieder passiert. Ich habe mir jetzt nochmal einen Rahmen gekauft. Ich bekomme ja ein. Für mein kaputtes Enduro bekomme ich ja natürlich einen Ersatzrahmen, Garantierahmen. Der ist aber natürlich, wie vieles so zu aktueller Zeit, nicht lieferbar. Der soll im Dezember kommen. Wir haben übrigens heute den 2. Dezember. Das wird ein S-Works-Rahmen in mattschwarz mit weißer Schrift. Eigentlich cool, aber ich konnte mir jetzt ein anderes Angebot nicht entgehen lassen. Und zwar was mit ein bisschen Farbe. Dezent. Ja, ich zeige es einfach mal. Ja, natürlich wieder ein Specialized. Das ist ein Enduro Frameset 2022er Modell. Das Nachfolgemodell von meinem vorherigen Rahmen. Da ist jetzt aber ein Float X2 Performance drin und kein DPX2 Performance mehr. Der Float X2 Performance hat im Vergleich zum Factory erstmal kein Kashima. Der hat hier nur die Low Speed Compression und hat hier auf der anderen Seite kein High Speed Rebound einstellbar. Also nur Low Speed Rebound und Low Speed Compression, den Climb Switch hier vorne den Hebel hat er trotzdem. Ja, den Dämpfer werde ich nicht fahren, weil ich habe ja meinen modifizierten DHX2. Außerdem war hier dabei der Flaschenhalter in Matt. Die Sattelklemme, die Sattelstütze ist von mir, die ist jetzt auch nur da drin, damit es hier einklemmen kann. Der Steuersatz war dabei. Das Schaltauge, die Steckachse, ein paar Spacer. Wenn man jetzt eine SRAM Access Schaltung fahren würde, sind auch Stoppen dabei hier, um die Zugeingänge zuzumachen und Ausgänge hinten und so. Umgebaut habe ich jetzt schon, wie bei meinem vorherigen auch, den unteren Link und den oberen Link aus Carbon. Quasi wieder ein Undercover S-Works. Das Ganze spart im Vergleich zu den Aluwippen 192 Gramm. Was ich immer so bei einem Rahmen mache, wenn ich den neu kaufe, ist erstmal, muss ich ja eh machen, Hinterbau zerlegen. Vereinfacht das Abkleben schon mal, weil allein hier hinten kommt man viel besser dran. Zum Abkleben, ich bin nicht der Profi-Folierer und ich habe auch nie so richtig Bock darauf und ich foliere auch nicht das ganze Fahrrad, weil ich finde das irgendwann. Es sieht halt komisch aus, wenn du es halt fährst und siehst über die Kanten von der Folie. Was halt nach einer Zeit einfach passiert, gerade wenn der Dreck sich da halt sammelt. Deswegen klebe ich zum Beispiel Oberrohr gar nicht ab oder hier irgendwie die Seiten und so. Da kommt bei mir eh nie viel drauf. Und wenn man mal stürzt und es knallt da drauf, dann ist das halt so. Ist jetzt zum Fahren da. So, werkseitig war hier auf jeden Fall schon eine Unterrohrschutzfolie in Matt drauf. Dann habe ich, wie eben schon angesprochen, hier hinten am Sitzrohr, weil da fliegen immer viel Steine drauf, habe ich Folie drauf gemacht. Aus gegebenen Anlass, weil ich öfter mal Zug fahre, um Trails hochzukommen, habe ich hier die zwei Seiten noch foliert, weil da öfter mal Pedale oder so gegenkommen, wenn einfach 25 Räder im Zug stehen. So, dann habe ich den Hinterbau immer hier außen auf beiden Seiten abgeklebt. Da komme ich mit den Schuhen oft gegen. Hier drin ein Bogen und hier, wo das Rad durchläuft, damit es, wenn Steine mitzieht, hier keinen übelsten Kratzer reinhaut. Dann mache ich immer gern hier die Kettenstrebe innen und die Sitzstrebe hier innen an der Scheibenbremsaufnahme. Wenn man das Hinterrad aus- und einbaut, wenn man mit der Bremsscheibe gegen kommt, damit einmal nichts passiert. Und bei dem Rad mache ich immer noch, ich kann mal einfedern, hier unter dem Lower Link
Und hier unten die Fläche von unten und hier drin, weil da sammelt sich manchmal Schmutz und wenn man im Winter fährt, bleibt das halt nicht aus. Und wenn da halt Matsch zwischen ist und das Ding federt aus, ja, deswegen einfach. Aber mehr habe ich nicht abgeklebt. Slapper Tape habe ich noch mal ein bisschen. Da mache ich immer gerne hier noch so ein Stück, wo der Kettenstrebenschutz jetzt nicht ist. Mir ist aber noch nie aufgefallen, dass da was gegenkommt, aber sicher ist sicher. Hier ist so ein Stück ab Werk oben drauf, aber hier das klebe ich immer noch ab. Hier unten ist ab Werk schon drauf. Genau. Folie habe ich jetzt von Dye Pro eine genommen. Die gibt es auch in Matt. Sonst benutze ich immer welche von 3M, die habe ich aber in Matt nicht gefunden. Wo das hier unten aber auch, da ist immer noch eine zweite Folie dabei und da steht auch 3M drauf und die ist matt. Ich habe es aber zum Kaufen nie gefunden. Vielleicht hat ja jemand irgendwo einen Shop, wo es sie gibt. Kann man in die Kommentare schreiben. Ich habe deswegen jetzt die Dye Pro genommen. Die ist mehr oder weniger zugeschnitten universell. Also man hat hier vier Streifen für die vier Streben. Die sind auch etwas länger, was gut ist, weil da bei der Dye Pro hat man den Nachteil, dass da Schriftzüge drauf sind. Die habe ich in Schwarz genommen. Die habe ich auch hier unten drunter, wo man es nicht sieht, reingeklebt an die Reste. Die waren zum Beispiel so lang, dass ich den Schriftzug abschneiden konnte. Der ist nämlich ganz außen gewesen. Am Oberrohr zum Beispiel, wenn ich jetzt geplant hätte, das Oberrohr abzukleben. Da ist so ein langes dabei, das hätte ich wahrscheinlich auch abschneiden müssen, da ist der Schriftzug aber in der Mitte, das heißt, man hätte es auf jeden Fall gesehen. Und das ist halt der Nachteil an der Folie. Man könnte aber auch, wenn man eh zurechtschneiden will, da ist eine Unterrohrschutzfolie dabei, auch, die hat keinen Schriftzug, die kann man auch einzeln holen. Also man könnte jetzt separat die einfach, sage ich mal, viermal die Unterrohrschutzfolie kaufen. Dann kommt man ungefähr auf den Preis von dem ganzen Kit. Das kostet, ich glaube, UVP 39,99 und ich glaube, 9,95 € kostet separat die Unterrohrschutzfolie. Wenn man das einmal viermal kauft, ist man ungefähr beim gleichen Preis, muss halt mehr zurechtschneiden. Könnte man auch machen. Die ist auch relativ dick, also jetzt nicht übelst dick, so dass sie sich gar nicht mehr verkleben lässt, aber man muss es schon ordentlich heiß machen. Ja, bin ich mal gespannt und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, tschüss.